Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Prophet alayhi salatu wassalam sagte: La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Ihr werdet nicht eher in den Paradiesgarten eintreten, bis ihr glaubt. Wa la tu'minuna hatta tahabu. Und ihr werdet nicht eher glauben, bis ihr euch gegenseitig liebt. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum. Soll ich euch nicht etwas zeigen? Wenn ihr dies macht, werdet ihr euch gegenseitig lieben. Also das ist etwas, was zu gegenseitiger Liebe führen kann. Afshus salame bainakum. Verbreitet. Afshu, das ist so wie weit zu verbreiten. Verbreitet den Salam, den Frieden unter euch. Und damit ist der Friedensgruß gemeint. Wir sollten uns angewöhnen, dass wir uns immer mit Assalamu alaikum grüßen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und der Prophet a.s.w. sagt, dass wenn man Assalamu alaikum sagt, dass man 10 Hasanat, also 10 gute Taten aufgeschrieben bekommt. Wenn man sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah, 20 gute Taten. Und wenn man sagt Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30 gute Taten, 30 Hasanat aufgeschrieben bekommt. Das ist eine leichte Methode und man sollte das auch verinnerlichen. Assalamu alaikum, Friede sei mit dir. Dass man den Frieden verbreitet. Und das ist, hat auch etwas mit der islamischen Identität zu tun. Deswegen, wenn ihr euch gegenseitig anschreibt, wenn ihr in der Schule seid, gewöhnt euch das an. Und das ist sogar etwas, das ist sogar eine indirekte Dawa mit Nichtmuslimen. Wenn die merken, wir haben diesen spezifischen Gruß für uns. Übrigens, Allah sagt im Koran, إِذَا يُحْيِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Wenn ihr mit einem schönen Gruß gegrüßt wird, dann grüßt mit einem gleich schönen zurück oder mit einem schöneren. Das bedeutet, wenn jemand sagt Assalamu alaikum, dann muss ich mindestens zurückgrüßen Wa alaikum assalam. Ja? Und übrigens, wenn man eine Gruppe grüßt, dann reicht es, wenn einer den Gruß zurückgibt. Zum Beispiel, ich gehe an einer Gruppe vorbei, der vorbeigeht, soll immer die stehen grüßen. Ja? Dann sage ich zum Beispiel zu dieser Gruppe von 5 Personen, Assalamu alaikum, es reicht, wenn einer von denen sagt, wa alaikum salam, für die Gruppe. Wie bei einem Vorbeter, der vorne vorbetet beispielsweise, ja. So. Das heißt, man versucht diese Sache zu verbreiten, dass man wirklich überall versucht, diesen Gruß damit zu grüßen, nicht mit Hallo, Hi und so weiter und so fort, zumindest, also unter uns Muslimen. Das heißt, ich muss mindestens sagen, Wa alaikum assalam. Oder ich sage Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Oder ich sage Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und der Frieden Allah sei mit dir und seine Barmherzigkeit und sein Segen. Okay? So. Dann, wenn ich sage Assalamu alaikum wa rahmatullah, muss er mindestens zurückgrüßen Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Warum? Weil der Allah sagt ja im Koran, grüßt mit einem gleich schönen zurück oder mit einem schöneren. Und manche sagen auch, dass man nach Barakatu noch Maghfiratu sagen kann, wenn jemand gegrüßt hat mit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dass man sagen kann, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh und Maghfiratu. Maghfiratu ist und seine Vergebung. Das ist eine ganz wichtige Sache, das ist eine Identität von uns. Und es ist auch gleichzeitig etwas, wo man sich immer wieder erinnert. Wo man sich immer wieder erinnert, etwas, was man auf einmal plötzlich im Herzen hat. Wie diese ganzen Dinge, die man als Floskeln bezeichnet. Alhamdulillah, Mashallah. Man sieht etwas, was einen beeindruckt. Jemand hat ein schönes Auto bekommen oder jemand hat irgendetwas schön geschafft. Man sagt Mashallah. Man sagt Allahumma barik. Oder etwas Gutes passiert. Man sagt, Alhamdulillah, aller Lob gebührt Allah. Durch diese ganzen Sachen, Mashallah ist, was Allah will, Allahumma barik, möge Allah Segen geben. Das heißt, dadurch gibt man direkt der Sache Segen. Dadurch verbreitet man auch die Liebe untereinander. Und so verbreitet man die Liebe untereinander. Und das ist dieser eine Ratschlag, dass wir den Salam untereinander verbreiten. Und manchmal fällt es vielleicht etwas schwer, weil einem Leute auf die Nerven gehen. Aber der Salam ist dann immer wieder der erste Schritt zur Versöhnung. Auch wenn wir manchmal vielleicht keinen Bock drauf haben, möge Allah unsere Herzen reinmachen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.